Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von CrossCode. Jetzt musste ich diesen ganzen Rotz hier nochmal machen, diesen Kampf, weil ich hier stand und ich mir dachte, naja gut, jetzt gehst du dir mal schnell ein Käffchen machen und ich habe vergessen Pause zu drücken und währenddessen respawnten die ganzen Gegner hier und ich bin gestorben, stand wieder ganz vorne und musste mich hier nochmal durchprügeln. Und es hat eine Weile gedauert. Nun gut. Machen wir einfach weiter. Oh ja, 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 ja. Ja, endlich die Elektrofähigkeit. Geil. Oh, Shane, unser letztes Element. Der Schockmodus aktiviert. Sehr, sehr, sehr gut. Drücke rechts, um jederzeit in den Schockmodus zu wechseln. Sehr gerne doch. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Okay. Machen wir es jetzt so. Müsste klappen. Ja, hat geklappt. Super. So, aber Moment. Erstmal hier den Zirkus. Ja, den Zirkus. Sehr gut, so rum. Halt, 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 halt. Ich will hier rüber. Ich will rüber zu Elektro. Wie komme ich denn jetzt hin? Da bin ich ja schon. Ist hier schon Zeug aktiviert? Ach nein, nein, halt. Erhöhe Angriff um 4. Mach mal. So, Lebenspunkte um 4. Ja. Kritischen Schaden. Mach mal auch. Erhöht den Schaden von Distanzangriffen. Mach mal. So, super, super. Ich freue mich. Damit ist Leer nämlich gleich um einiges stärker. Ein Dash, der eine schockende Blitzspur hinterlässt. Ein schneller Dash, der einen Gegner bei Kontakt mehrfach trifft. Finde ich gut. Mehrfach treffen ist immer sehr gut. Erhöht Fokus um 4, das ist auch gut. Hier machen wir gleich mit. So, was haben wir hier? Homing Wisp feuert ein zielsuchender Projektile ab. Feuere ein Projektil, das einen verzögerten Blitz auf den Feind und Umgebung krachen lässt. Das klingt doch sehr gut. Nahkampfschaden um 6% erhöhen. Das erhöhen wir auch. Verzögert die Elementarüberladung um 10%. Feuer im Projektil ist bis zu 4 Gegner verkettet, die dann im Blitz getroffen werden. Okay, Feuer ein Schockball, der von einem Gegner abprallt und eine Kugel erzeugt, die zielsuchende Projektile emittiert. Na, machen wir doch, wa? Oh, jetzt kann ich bloß da lang. Erhöht Resistenz gegen Schock um 9. Nee, warte mal, wir gucken mal hier. Angriff. So, diese normalen Stats ist, glaube ich, erstmal besser. Beschleunigt zufügen und Effekt. Zitterstatus. Ja. Greife mit einer Reihe schneller Wirbelattacken mit kleinen Radius an. Schlage einen einzelnen Gegner in die Luft und triff ihn mit einem Blitzschlag. Finde ich sehr gut. Und hier ist das nächste. Bearbeite den Feind mit einer Multi-Hit-Kombo am Boden und in der Luft und strecke ihn mit einem Blitz nieder. Das klingt alles so gut. So, wie kriege ich das weg? Finde die Sternform. Achso, okay. Was haben wir hier? Erhöhe die Verteidigung um 4, verringert erlittenen Schaden und stärkt dein Schild. Achso, hier muss ich ja jetzt auch lang. Ah, jetzt habe ich geschlafen. Da müssen wir noch ein bisschen trainieren. So, hier haben wir auch wieder zwei. Warte mal, dann gucken wir mal. Was können wir hier aktivieren? Erhöht Fokus. Achso. Oh, Feuer haben wir bloß eins. Na, das ist ja blöd. So, Hitze. Och, brauchen wir Viere. Auch Viere. Vier, 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 vier. Überall brauchen wir Viere. Hier brauchen wir bloß zwei. Hier ist vier, da ist vier. Wechselbar, okay. Erhöht resistent gegen alle Elemente um 14. Ah, siehst du, ich glaube, darauf haben wir gespart.
Ach, hier Welle. Erhöht Resistenz gegen Wellen um 5. Ja, komm. So, damit ist unsere kleine Lea etwas stärker. Ich will nicht. Oh nee, wieder so ein Quatsch. Ja. Okay, erstmal kurz gucken. Wo muss ich denn hier hin, sage mal? Ein bisschen rüber. Der Schalter, der das Ding hier aktiviert. Ach so. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist. Oh. Nein! Oh. Aber wo fange ich denn hier jetzt auch an? Hä? Muss das Ding oben bleiben? Nee, hä, das ist Schwachsinn. Okay, nee, warte. Das war dann doch blöd. So, Schlagkombo rüber. Ja, das war gut. Oh, ja. Ja. Geil. Oh, endlich. Oh, kurzer Moment der Freude. Nein! Oh. Der war schon ein bisschen fies. Oha! So, gut. Das war okay. Warte mal, jetzt sollen wir oben lang, aber ich gehe erstmal unten lang. Nee, ich gehe nicht unten lang. Zurück zum Eingang könnten wir. Sind wir denn schon wieder beim Endgegner? Oder was heißt schon wieder?
Oh nein, nein. Warte mal, ich muss mich mal auch. Ein Block ist ja süß. Ist ja süß. Au. Oh. Oh Gott, aua. Ja, du machst das sehr gut, Sternchen. Das ist... Aua! Oh, jetzt geh doch mal da hoch, ey. Mann, nicht da hoch! Ja, du hast mich gleich besiegt, also ist kein Problem. Och, gibt's hier unten auch ein paar Schalter? Ja. Oh, nee, komm. So, jetzt kann ich erstmal nur wieder ausweichen, weil es ja abklingen muss. So fies. Oh, scheiße. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Nächste Phase, na super. Ah, oh, klar, jetzt kommt der... Oh. Oh. Nein, 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 nein. Oh. Ich krieg... Na, verdammt. Wie kann man denn so einen Gegner... Ach, oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt... Hat er das Falsche gegessen? Oh, Scheiße. Ich muss irgendwas essen, was Angriff und Verteidigung ein bisschen hochtreibt. Also. So, zeig mal her, was haben wir denn hier alles? Angriff, Verteidigung, haben wir irgendwas Zusammenliegendes? Angriff und Fokus, okay. Ah, hier, Drei-Gänge-Menü.
Ach nee, nicht überladen, hä? Verdammt, verdammt, verdammt. Nee, ich lasse das mal. Die Buffs will ich jetzt nicht unbedingt. Du kannst gar nicht mehr so stark sein. Du bist jetzt übelst kleine Mistmurmel. Okay, okay, okay. Der zieht schon mal nicht mehr so viel ab. Ach, jetzt bleibt er gleich da. Okay. Ach so, den brauche ich nicht mehr brechen. Bamska. Oh, der war knackig. Oh. Der war echt unschön, der Gegner. Oh, sieh mal, da ist Lea, die auf uns warten wollte. Ach, die Klappe. Du hast wohl eher uns warten lassen, Sherry. Naja, es war schon knapp, so lange musste ich gar nicht warten. Verdirb mir nicht den Spaß. Ehrlich gesagt bin ich diesmal nur Zweiter geworden. Troni war Erster. Oh? Tja, ich glaube, Wasser ist wohl irgendwie mein Element. Oui? Und du hast dich dabei nicht einmal über den Wasserdruck beschwert. Allos, dann lasst uns mal zum Weltraumvogel gehen. Diorka? Wasser steigt zum Himmel auf, fällt auf die Erde, fließt in das Meer. Ein ewiger Kreislauf, der die opulente Flora dieser Welt in lebendigen Farben taucht. Trotz des Drucks tiefer Gewässer hast du Beharrlichkeit bewiesen. Durch blitzschnelle Übertragung hast du dir deinen Weg entlang fließender Hürden geebnet. Du, der Reisende, der Gesandte des Wandels, du hast dich als würdig erwiesen. Nimm diese Form, ein von zweien, um zum großen Baum zu gelangen. Azurtropfenform. Möge jeder deiner Schritte den Pfad deines Wachstums ebnen. Gratulation, Seeker. Du hast die Azurtropfenform erhalten. Eine von zwei Formen, die dir Zugang zum großen Grüßkajo gewähren. Nun, da du beide Formen erlangt hast, wird es Zeit für die letzte Herausforderung von Gaias Garten. Nimm dies als Anerkennung für deine Verdienste entgegen. Siusiut Resetta? Viel Glück und bleib wachsam. Okay. Und fertig. Das heißt also, wir dürfen jetzt in den großen Dingsbums-Dungeon rein, richtig? Mhm. Na dann, gehen wir. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust, hier noch länger zu bleiben. Ja, dieser permanente Regen ist nicht gerade angenehm, oder? Gionni ist der Schöpfer des immer fließenden Wassers. Er segnete unseren Planeten mit weiten Ozeanen, starken Strömungen, ruhigen Seen und Flüssen, die sich über unser ganzes Land erstreckten. Dank seiner Schöpfung konnte eine grenzenlos vielfältige Pflanzenwelt gedeihen, die unser Land in wunderschöne Farben taucht. Alles begann, als Deorbis, der ätherische Gott der Schöpfung, in die Leere des Nichts hineingeboren wurde. Nach Äonen der Kontemplation in Einsamkeit brachte sein Wunsch nach Gesellschaft die Götter der Formen hervor. Gionni ist einer dieser Götter. Als Zwilling von Kivin geboren, ist er der Gott des Hexagons und der Schöpfer des immer fließenden Wassers. Als Diaro und Deorbis den Fortschritt der Menschen erblickten, beschlossen sie, die Botschaft des Himmels zu übermitteln, eingehüllt in einen Umschlag aus festem Gestein und Eis. Doch Deoris war besorgt, sein Umschlag war von enormer Größe und hätte großes Unheil anrichten können, wenn er an der falschen Stelle landete. Glücklicherweise hatte Gionni aufmerksam, wie er war, unser Signal bemerkt und bestimmte so die exakte Position der Ankunft der Botschaft.
Er teilte sie den anderen Göttern mit und gemeinsam richteten sie den Umschlag auf die richtige Position, sodass wir ihn wie beabsichtigt empfangen konnten. Als Giorni die Ozeane, Seen und Flüsse schuf, freute er sich darüber, dass Pflanzen nahe am Wasser gedeihen. Doch er war ständig damit beschäftigt, die Seen wieder aufzufüllen. Denn das Wasser floss unaufhörlich die Berge hinunter in den Ozean hinein. Da hatte Giorni eine Idee. Er nahm das Wasser aus dem Ozean und verteilte es in den Wolken hoch oben am Himmel. Dann bat er Queen, seine Zwillingsschwester, Schöpferin von Wind und Donner, die Wolken wieder zurück aufs Land treiben zu lassen. Sobald die Wolken die Seen erreichen, würde Giorni sie regnen lassen, um die Seen wieder zu füllen und so einen Wasserkreislauf zu schaffen. Doch Queen fand, dass diese Art Kreislauf langweilig sei. Stattdessen verteilte sie die Wolken quer über das Land, sodass sie nun direkt auf das Land regneten. Zuerst war Quirin erbost darüber, als er sah, wie chaotisch das Wasser nun verteilt war. Doch er bemerkte rasch, dass die Pflanzen nun auch fernab von Flüssen und Seen über das ganze Land verteilt gediehen. Als er sah, wie der Planet von Bäumen und Blumen übersät wurde, akzeptierte er bald die chaotische Natur des Regens, der dort niederkam, wo immer es war. Oder wo immer es auch beinhaltet sein sollte, hätte müssen tun sollen. So. Naja. Dann wollen wir mal weitermachen. Denn ich glaube, so viel habe ich noch nicht von der Folge. Ist natürlich jetzt auch eine Frage, ob ich mal zurückgehen will in die Stadt. Nee, das haben wir alles. Okay, beide Elemente rein. Was ist das? Hä? Moment, das kommt aus dieser Richtung. Oha, oha, oha. Hey, bleibt locker. Oh nee. Ah, das darf doch nicht wahr sein. Nicht diese Vogelmenschen schon wieder. Sika! Hi! Es tut mir schrecklich leid, ich konnte sie nicht aufhalten. Warum? Die Schurken, sind wieder da. Ein paar meiner Leute wurden von ihnen angegriffen. Jetzt sind sie wild entschlossen, das Kraftwerk diesmal wirklich lahmzulegen. Hey Tara, lang nicht gesehen. Und du hast sogar einiges an Gesellschaft mitgebracht. Oh. Lu, wir haben ein Problem. Lass mich raten, die Katzen sind wieder da. Ja, woher weißt du das? Bei uns sind sie auch, direkt am Kraftwerk. Das ist ja furchtbar. Nein, das ist perfekt. Jetzt habe ich sie genau dort, wo ich sie haben will. Das ist die ideale Gelegenheit, die Mistdinger auf Herz und Nieren zu untersuchen, um ihre Herkunft zu bestimmen, den eigentlichen Grund für ihre Existenz. Spoiler, das Kraftwerk wird es nicht sein. Ich wünschte, ich hätte dein Selbstvertrauen. Ach, Selbstvertrauen brauche ich nicht. Ich habe die Wissenschaft. Aber nun zu dir, Tara, versuche deine Leute bitte zu beruhigen. Ich kann nicht zulassen, dass sie in der Zwischenzeit das Kraftwerk stürmen. Ich werde mein Bestes geben. Sika. Hi. Du hast Erfahrung im Umgang mit diesen Schnurken, oder? Ja. Fein. Wenn du mir bitte folgen würdest, ich brauche umgehend deine Unterstützung. Okay. Zum Kraftwerk, ja? Ja, sie ist so ein Typ, der deine Hilfe für Selbstverständlichkeit hält. Dennoch, das könnte unsere einzige Chance sein, diesen Konflikt friedlich zu lösen. Lasst uns also alle zusammenarbeiten. Tja, dann müssen wir wohl noch eine Kleinigkeit erledigen, bevor wir zu diesem letzten Dungeon können. No, oui, alles andere wäre ja auch einfach zu einfach. Kraftwerk? Ach, Honig. Ich will... Halt. Ich muss das mitnehmen. Ich muss leider die Flora zerstören. Denn zum einen ist es wichtige... Sind es wichtige Items? Böse, böse Schnurken. Ulkiger Name, aber hey. Na, blöde Pflanze. Keine von den intelligentesten Vogelarten, die uns je bekannt sind. Ja, das mag sein. Ah, ich mag sie trotzdem nicht. Also Papageien so an sich schon. Aber nicht in diesem Spiel. Ich mag keine Papageien, die ihre Nüsse auf mich schießen müssen.
So, wie komme ich denn jetzt da hoch? Ich will da hoch, da ist eine Kiste. Oh, das wird wieder ein Gesuche werden hier. Ich komme da nicht hoch. Oh, der ging ja voll daneben. Ja, bin natürlich blöd. Ich weiß jetzt nicht, wohin. Nee, der Weg nicht. Okay, okay, okay. So viele Geheimgänge hier. Wie komme ich da hoch? Hier muss es doch irgendwo eine Anhöhe geben, mit der ich da hochkomme. Die ist zu hoch. Ah, hier. Nee. Doch nicht. Das ist bloß so. Aber da drüben. Siehst du? Schon immer da. Und da können wir uns Honig holen. Na, willst du, ja, doch. So, einmal rüber. Mist. Mist, 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 Mist. Kein Problem. Nimm ich ihn nicht so mit. Ist mir doch egal. Kam ich da auch ran? Nee, das ist immer noch der falsche Weg. Okay. Warte, 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 warte. Warte, das kriegen wir irgendwie hin. Schade, hier geht keiner durch. Mann! So. Ach so. Oh, Hilfe. So. Mal gucken. Genau. So, wird dann Schuh draus. Na, ist wegen einer Kiste. Wegen einer normalen Kiste. Ja, ich betone, normale Kiste. Also noch nicht mal was Wildes. Es muss unheimlich viel Spaß machen, solche Karten zu generieren. Okay. Schalter aktiviert. Sehr gut. Oh. Oh, jetzt muss man vorsichtig machen. Nee, brauchen wir nicht. Hier komme ich ja überall hin. Ah, sehr gut. Ach, kann ich hier durch? Ach so. Na, das war doof. Das war jetzt wirklich sehr blöd. Ich wollte den erwischen hier. Ja.
Nein! Au! Ich könnte es aber auch mal versteckte Kisten geben, aber nee, nix da, warum? So, warte mal. Oh, es ist gar nicht so einfach, den richtigen Winkel zu treffen. Ich glaube, mit Maus und Tastatur lässt sich das leichter handeln. Aber es ist nichts für mich. Na komm. Warum? Warum? Okay. Schon wieder so ein seltsamer Ort. Hm? Hä? Warum kann ich mich jetzt hier hin teleportieren? Wenn ich hier nicht mal irgendwo rauskomme. Ach so. Warte. Was? Hä? Wie bin ich denn da reingekommen? Ich will doch jetzt da unten rein. Ja. Na, richtig. Ja, siehst du, einmal richtig getroffen. Ehre. Na, Ehre, Leute, Ehre. Es wäre natürlich mir eine Ehre, tätet ihr diesen Kanal abonnieren, keine weiteren schönen Pixelspiele zu verpassen. Aber wie gesagt, das liegt alles bei euch. Aber Ehre wäre es, ein Däumchen. So, warte mal, Ausrüstung. Guck mal doch gleich mal nach Ehre. Ehre, okay. Bringt das was? Maximaler AP steigen. Angriff geht natürlich wieder runter. Und Festplatten. Ehre. Na, wo ist er noch? Nee, ich glaube, ich bleib bei den zwei. Eine ehrenbare Waffe, die den Träger sehr effektiv am Leben erhält. Ja. Das ist ganz gut, aber Fokus geht verdammt runter. Nee, das braucht man dann nicht. So. Wo war denn jetzt dieses Kraftwerk? Kraftwerk? Der Baumstumpf, ausgetrockneter irgendwas, verseuchte Sümpfe Nord. Oh, hier geht's ja auch noch hoch. Guck mal, ich habe jetzt einen goldenen Schlüssel. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe doch hier nicht ohne Grund diese Kiste markiert. Ach, die habe ich gerade geholt. Gut, ich verstehe. Dann kann ich den dann löschen. Okay, meine Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge beim Kraftwerk wieder. Also dann müssen wir die Katzen in Einheit gebieten. Katze. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und welche Folge gefallen hat, lasst mir doch lieben gerne ein Däumchen da. Ich würde mich unheimlich freuen. Und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch was. Bye, bye.